Und damit hallo und herzlich willkommen zum total durchgeknallten Chaos hier. Wir haben in der letzten Folge einen Auftrag bekommen, nämlich, dass wir lebensmüde sind, das wissen wir sowieso. Und wir müssen in Willis Werkstatt. Die liegt gerade, war doch noch hier. Da wurde mir jetzt nichts Gelbes angezeigt. Ich möchte jetzt hier auf jeden Fall... Oder ist das das da hinten geradeaus durch? Ich möchte auf jeden Fall nicht... Verdammte Krabbler. ...komplett durchlaufen. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer! Krabbler. Oh, die hauen ab. Wieso hauen die ab? Weil ich so böse aussehe, oder... Die kommen scheinbar auch nicht runter. Okay. Ja. Kann ich das irgendwie nehmen? Gerade war doch noch... Hallo. Gerade konnte ich doch noch E drücken, wo ich weiter entfernt stand. Hat der es jetzt genommen? Ich glaube ja, oder? Das ist ein bisschen kompliziert, wenn da oben was draufsteht. Okay, da hinten laufen noch welche rum, die... krabbeln anscheinend hier rum. Ich weiß nicht, ob die jetzt gleich alle auf mich draufgesprungen kommen oder so. Ich will da lieber nicht zu nahe hingehen. Mir ist nicht so ganz wohl bei der Sache. Krabbler. Krabbler sind schreckhaft und halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächern auf. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder du in ihr Revier eindringst. Ah, okay. Ja, so ist gut. Bleibt da oben und euch passiert nichts. Ja, aber was heißt, wenn ich in ihr Revier eindringe? Wo ist denn ihr Revier? Auf dem Dach oder schon hier unten? Wenn ich jetzt unten durchgehen würde, wäre das auch ihr Revier oder... Kann ich da was machen an dem Auto? Ne, da hinten kann ich was machen. Oh, da ist einer. Kann man sich bei denen eigentlich auch so anschleichen wie bei den Menschen? Das würde ich gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Büsche. Hinter Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleibe mit... Steuerung in Deckung, um unentdeckt zu bleiben und Sorge mit Steinen für Ablenkung. Okay, also die meinen, dass wir mit Steinen agieren sollen. Aber ich würde gerne ausprobieren, ob ich den nicht auch mit dem Messer niederschlagen kann. Wie ging das jetzt nochmal mit der linken Maustaste, oder? Drücke eher um einen Tarnangriff auf einen Nichts... Ah, okay. Ah, perfekt. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Sehr gut zu wissen. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt muss ich mal eben schauen. Schräg rechts unten. Also, ach, da hinten, das mit dem roten Dach, vermute ich mal. Da ist aber doch noch was, was wir nehmen können, wenn ich das richtig sehe. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu nah ran. Ich traue diesen blöden Viecher nicht, also diesen Krabblern. Da kann ich noch was im Kofferraum machen. Da kann ich auch öffnen. Ist denn hier einer, der mir... Da unten ist einer. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht in die Quere. Ist ja jetzt nicht gerade so, als ob wir jetzt hier mega leise sind. Okay. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner war. Oh, der kommt jetzt runter. War doch gerade noch was. Ja, anscheinend nicht. Komisch. Naja, egal. Dann gehen wir mal hier ein bisschen runter. Wir können... Können wir hier noch ganz rum? Ja. Dann würde ich mich auch gerne, sofern das geht, kommen die da hinten nah ran? Ich glaube nicht. Okay. Hinten ist was. Nee, das ist da hinten drin. Okay, da will ich jetzt nicht unbedingt hin.
Ich weiß nicht, ob wir vielleicht durch das Fenster durchkommen. Das hört sich nur so komisch an. Ich weiß nicht, ob die im Garten sind oder eventuell doch hier vorne. Hier liegt aber noch was, das können wir noch nehmen. So. Nein. Ja, kein Problem. Ach so, das ist, um mich zu verstecken. Okay. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich wollte eigentlich hier das Ding nehmen, was hier liegt. Gut. Kann ich hier so irgendwie rein? Ah ja, okay. Und wir haben das Licht noch an. Das könnte uns vielleicht verraten. Ich weiß nicht. Oh, Klopapier können wir auch einsammeln. Super. Das ist natürlich das Wichtigste, was wir brauchen in der heutigen Zeit. Okay. Für alle Fälle haben wir noch Waffen hier. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Nutze für Nahkampfangriff. Okay. Wir nehmen natürlich erstmal die Pistole, weil Nahkampf... Ich bin ein bisschen irritiert hier. Tut mir leid, ich muss sehr leise sein, damit ich höre, ob vielleicht irgendwas uns gleich entgegensprungen kommt. Wobei ich das vermutlich eher nicht höre, aber... Nochmal Klopapier. Wunderbar. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Okay, der hat mich zumindest nicht bis hier gesehen. Kriegen wir den nochmal so niedergestreckt? Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn jetzt mein Nahkampf? Hä? Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr auswählen. Das ist aber doof. Okay. Hinter mir scheint aber erstmal nichts zu sein. Ich hoffe hier auch nicht. Gut. Jetzt erschrocken. Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann linken Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja. Und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Okay. Das hört sich nicht gut an. Wie ihr merkt, bin ich hier gerade total angespannt, weil ich überall wirklich was erwarte, dass irgendwas ist. Und ja, ich dementsprechend leise bin, um zu hören, ob ich irgendwo was Schleimiges höre. Schalldämpfer. Bringe deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Überlebensrad aus und drücke den drücke zum Anbringen E. Ja, warum sollte man auch nicht aus einem Motorblock, so wie es aussieht, einen Schalldämpfer holen. Kein Thema. Eine Waffe auswählen. Wir haben ja eigentlich nur eine. Oder muss ich da... Achso, hier. Anbringen. Ja. Okay. Die hat jetzt einen Schalldämpfer. Das ist schon mal gut. Okay, Kantholz. Achso. Aber ich sehe die Werte nicht, oder? Gut, 100%. Sprit. Ja. Kurz und effektiv, Sprit. Ach, den müssen wir mitnehmen, oder wie? Oh je. Wenn du einen Kanister hast, halte rechte Maustaste. Was zum Zielen, oder was? Ah, okay. Ach, dann ist das ganz sicher... Haha. Dann ist das ganz sicher, um eine... Oh Gott. Um eine Horde auszuschalten, was wiederum nicht so gut ist, weil... ich jetzt keine Horde begegnen möchte, ehrlich gesagt. Kann man ja eigentlich sehen. Mein Zoom kann ich. Und ich sehe irgendwelche Biohazard-Zeichen. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. So, das hier liegt da in der Richtung, wenn ich das richtig sehe. Also ist es doch nicht das Rote? Oder? Bin mir nicht sicher. Okay, ich höre gerade nichts.
Den könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Ja, ich bin ja so gerne Stealth unterwegs. Was hier jetzt vielleicht nicht unbedingt möglich ist, aber kommt man hier irgendwie rein? 23 Meter. Ah, hier ist ein Loch. Oh. Kann ich das Ding... Ja, wollte ich gerade sagen. Kann ich das Ding auch fallen lassen? Okay, da kann ich aber ran schleichen, ne? Nehme ich an. Okay. Gut. Was ist hier? Noch ein Schalldämpfer. Ah, ich finde das geil. Okay, drei Schrott. Gut, da kriegen wir nichts. Also, was heißt, da kriegen wir nichts? Da kriegen wir halt... oh, oh. Kommt hier noch eine Masse oder was wird hier angedeutet? Weil ich denke mal, dass wir da drauf schießen können. Ja, der visiert das an. Obwohl, der visiert auch alles andere an. Gehen wir mal hier durch. Hier können wir noch was rausholen. Max, okay. Oder wir können nichts rausholen. Gut, war hier noch irgendwo was? Das ist von innen, oder? Ah, ich möchte da jetzt nicht unbedingt reingehen. Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Okay. Oh Gott. Ich will nicht, ich will nicht. Hier sind doch bestimmt auch wieder diese komischen Krabblerviecher. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Ja, so ist's gut. Nee, gut ist es nicht. Ich wollte eigentlich jetzt nach draußen. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr raus? Muss ich dann schleichen? Ich wollte eigentlich nach draußen, das wollte ich sagen, und das Ding jetzt hier holen. Ein Kanister. Ich weiß nicht, haben die mich jetzt gesehen? Kommen die jetzt zu mir nach vorne? Oh Gott. Okay, auf jeden Fall waren sie gerade da. Komm her. Komm her. Lass dich angucken. Ich kann leider nicht dieses Dings hier nehmen. Und da hinten steht er doch noch, oder? Ja, komm. Ich bin ganz lieb. Komm zu mir. Ja, das dachte ich mir. Ne? Finde ich auch. Was auch immer er sich dachte. Die Frage ist... Ah, jetzt geht der nach da... Ins Schwarze. Ja. Okay. Gut. Ist hier unten jetzt was runtergefallen? Nee, ne? Ja. Hat wohl nicht allzu viel gebracht, dass ich das Ding jetzt hier habe fallen lassen. Aber egal. Wie kann man denn von oben... Achso, ja, klar. Durch das Loch vielleicht, wo die gerade nach oben gekommen sind. Wäre komplett... Na? Okay. Wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, das wollte ich sagen. Frage ist nur... Oh, okay. Es gibt keine Frage. Er springt einfach runter. Ist hier noch einer? Das sind Kinder, oder? Ist ja bestimmt noch ein zweiter, oder? Nehmen wir uns erstmal das hier. Ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt hier suchen. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, irgendwas habe ich gerade gehört. Da habe ich Max von. Okay.
Okay, das nehmen wir auch mal mit. Können wir eigentlich irgendwas noch herstellen? Das wollte ich auch noch geguckt haben. Verbände herstellen. 5 Stück. So, da können wir nichts mit herstellen. Baseballschläger aus Holz. Da können wir nichts herstellen. Ablenkung Stein können wir nur benutzen. Wurfobjekte, Molotow-Cocktail herstellen. Okay, mehr können wir nicht herstellen. Da waren wir, glaube ich, auch bei Max, ne? 5 von 5 Verbänden. Okay, weil wenn wir das natürlich im Kampf machen müssten, das wäre, glaube ich, nicht so günstig. Das ist alles draußen. Nein, Toilettenpapier haben wir schon auf Max. Okay, ich habe mittlerweile verstanden, dass es Verbände sind. Wieso haben wir jetzt den Molotow-Cocktail eigentlich drin? Okay. Was war das jetzt gerade? Nehmen wir das noch mit. War ja noch irgendwas? Ne, das ist da hinten. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Ja, eventuell. Ich muss aber trotzdem immer mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas ist. Und ich muss vor allen Dingen immer hören. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Usa, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Ja! Scheiße! Was? Wo? Wo muss ich hin? Ripper! Usa? Usman? Verdammt! Wie komme ich jetzt raus? Ich habe meine Orientierung verloren. Moment, ich muss da hinten rum, ne? Dann ist es wahrscheinlich... Ne, da war aber keine Tür. Das ist verriegelt. Ne, da müssen wir nochmal zurück. Okay. Die können wir schon mal rausmachen. Sind wir hier reingekommen? Ich glaube ja, oder? Halt durch, Bushman, ich komme. Will jetzt aber nicht... Oh, Scheiße! Ripper. Verdammt, Busa, wo bist du? Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt hier nicht wie so ein Blöd da durchraschen. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Zeigen den Weg, Bruder, den Weg. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Leck mich. Hinab. Deckung. Gehe hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben duckst. Ja, ist irgendwie logisch. Okay, das machen wir mal. Ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung er gerade läuft. Hallo. Schulterwechsel. Drücke beim Zielen mit der rechten Taste Z, um die Schulter zu wechseln. Okay. Kann ich nicht einfach hier oben hin? Ach, der ist tot. Sag mir das doch. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Haltet ihn fest! Ihr Arschlöcher, kommt schon! Geht doch. Usa, ich töte sie alle. Usa, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Geht schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Und, Scheiße. Ripper. Wir müssen weg, Mann. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck.
Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Verdammte Ripper! Boah, mein Gott, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt selber fahren. Die Rest-in-Peace-Doktrin ist Gesetz. Ripper foltern dich, bis du dich ihnen anschließt oder stirbst. Aber sie greifen niemals Freaker an. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es, da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, nein, nein. Ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Ja, Drifter in den Bergen. Okay, hier können wir nichts machen. Moment, Primärwaffe, Handfeuerwaffe, Spezialobjekte. Achso, keine gelagerten Waffen. Das sind die, die wir dabei haben. Normaler Zustand, MIL-STD-Zustand. Ein verbessertes Modell der gewöhnlichen Armbrust. Okay. Je mehr Bolzen du herstellen kannst, umso vielseitiger wird die Armbrust. Eignet sich besonders für Tarnangriffe. Das Nachladen der Armbrust dauert länger. Okay. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden und ist präziser. Ja, die Frage ist... Aber dann habe ich keine Pistole dabei, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Hier auch wieder. Die rechte ist... präziser. Oder kann ich das als Spezialwaffe irgendwie nehmen? Das muss ich mal gucken. So. Okay. Dann schauen wir doch jetzt mal. Können wir nicht. Ich kann mein Rad nicht benutzen. Aber die Pistole habe ich noch dabei, so wie es aussieht. Ich habe eine Schrot dabei und ich habe die Armbrust dabei. Was natürlich nicht viel heißt, weil... ich zum Beispiel den Baseballschläger ja auch nicht auswählen konnte irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Okay, wir haben schon mal Bolzen gefunden. Das ist schon mal gut. Haben wir nicht gerade hier noch irgendwas gehabt? Anscheinend nicht. Also, das sieht so ein bisschen aus, als ob das unser Camp ist. Das ist doch sehr schön. Da unten scheinen wir auch noch was zu haben. Können wir denn hier wenigstens zielen? Auch Bruce, dein Arm wird eben nicht wieder. Scheiß Dreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Ja, du musst was für einen Arm finden. Das ist... Warum ist... Ach so, weil das ein Camp ist. Deswegen darf ich die wahrscheinlich nicht benutzen. Ah, okay, gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist, wie ich es mir vorstelle. Dass alles, was ich jetzt hier drin ist, das ist Maximum, das ist Molotow-Cocktail. Ich wollte gerade sagen, hier war da noch irgendwas. Okay, Verband, Rezept herstellbar, okay. Wieso Rezept? Hier scheint noch was zu sein. Können wir das mitnehmen? Kerosin. Und ein anderer Baseballschläger. Ja gut, die sind
denke ich mal, Schaden. Ja. Also ist quasi genau das Gleiche. Da tut sich nicht viel. Wahrscheinlich alles, was gleich heißt, hat auch den gleichen Schaden. Es sei denn, es ist vielleicht eine verbesserte Variante oder sowas. So, sehr schön. Schrotmunition. Ist es hier im Auto, wo ich was machen kann? Nee, anscheinend draußen. Ich will hier erstmal gucken. Ich will hier noch gerade noch ganz weit. Durchquere das Tor. Was? Keine Ahnung. Irgendwas mit durchquere das Tor. Aber es wäre übrigens schön, wenn das jetzt nicht so offen stehen würde, wenn ich hier gerade bin. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Übrigens, was ich sehr, sehr gut finde, dass man immer und überall speichern kann. Also überall vermutlich jetzt, immer vermutlich nicht. Nicht im Kampf. Aber auf jeden Fall immer dann, wenn man speichern möchte. Dementsprechend werde ich hier auch erstmal einen kleinen Speicherstand anlegen und werde euch, beziehungsweise mit euch, den Rest dann in der nächsten Folge anschauen. Bis dann. Ciao.